Hallöchen, ihr seht hier meinen Amiga 1200 mit Tastatur. Der liegt hier nur erstmal lose drin, das macht aber nichts. Und mit der Tastatur, da habe ich schon die Folie getauscht. Das war eine Amiga 500 Tastatur. Da war die Folie drin von Amiga 500 und der Controller, der hier war. Ich habe, glaube ich, mal irgendwann ein Video gemacht, wo ich da vier Kabel angelötet habe und das so reingegeben habe, das Tastatursignal über Clock, Reset und so weiter. Das ist die alte Tastaturfolie. Die habe ich mir hier noch aufgehoben. Die neue habe ich mir gekauft, die hat mir 23 Euro gekostet. Da das Gehäuse hier oder das Rückteil gar nicht dafür gedacht ist, und eigentlich bei der Original 1200 Tastatur hier eine Aussparung ist, wo das Flachbandkabel rauskommt, habe ich das oben rausgelegt. Das geht nämlich und geht dann hier so rum rein. Das geht, funktioniert. Ich habe hier aber ein Problem. Und zwar gehen zwei Tasten nicht. Und zwar ist das hier die... müsste die und die Taste sein. Die beiden funktionieren nicht. Alle anderen funktionieren. Das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Werde ich den jetzt gleich mal anschließen. Ihr kriegt das Video out aus dem Video. Und da habe ich ja diese Amiga Test Dings Diskette. Damit kann ich auch die Tastatur testen. Dann werden wir sehen, dass das alles funktioniert. Bis auf die zwei Tasten. Dann werde ich hier die Tastatur nochmal aufschrauben. Ich werde nochmal gucken, ob das vielleicht nur versetzt ist oder vielleicht nur dreckig ist. Weil ich kriege den Amiga jetzt hier über die Tastenkombination Amiga CTRL nicht resettet. Also ein bisschen blöd. Oder Control hier. Ja, Control Amiga Amiga Taste wäre ja Reset. Das ist ein bisschen blöd. Ansonsten funktioniert alles. Ich baue das erstmal so weit auf und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem Bild über vom Amiga hier. Eben, Tastatur müsst ihr ja nicht sehen, aber nachher nur, wenn ich es auseinandernehme, dann werde ich Bild machen davon, ist klar. Gut, bis gleich. So, nun sind wir hier auf dem PC, beziehungsweise mit dem Amiga. Ich habe ihn ja schon gestartet. Jetzt kann ich hier Keyboard mit F2 testen. Ich werde mal mit dem Audio zeigen. Ich mach mal den aus und den an. Das müsste das Audioaufnahmegerät sein. Ich mache auch mal das Mikrofon stumm. Das klappt jetzt gerade nicht. Gut, das Videoaufnahmegerät habe ich jetzt hier nicht eingestellt. Nur Einstellung, Audio, USB 3.0 Capture, ja. Geht das jetzt? Ich mache nochmal alles hier aus und mache dann nochmal Musik an. Ihr müsstet das jetzt auf Mono gehabt haben. Ich mache es jetzt mal mit Stereo. So, man hat es, glaube ich, hören können. Wie ich ja im vorigen Video sagte, mit dem Capturing-Video gedöns, dass das nur Mono macht. Ja, ist blöd, aber ich kann ja über PC machen. Aber worum es geht, ist ja Keyboard, und zwar F2. Kann ich jetzt nämlich alle Tasten durchtesten. Da gehe ich jetzt nämlich durch. Ihr seht, das funktioniert. Die funktionieren. Funktioniert, Enter funktioniert, halt die Reihe.
Auch die Taste funktioniert. CTRL funktioniert nicht. Doch, CTRL hat er gemacht, aber nur einmal kurz. Er müsste eigentlich unten dann mehrfach kommen. Shift geht nicht, Alt geht nicht, Amiga-Taste geht nicht, Space geht. Die gehen. Die geht, die geht. Die gehen, die gehen. Die gehen auch alle. Halt. Aber die drei Tasten hier hinten, die funktionieren nicht. C, also Control plus links Alt. Ich komme nicht aus dem Menü raus. Mal funktioniert es, mal nicht. Funktioniert nicht. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Also es funktioniert nicht. Mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Gut, ich würde jetzt die Tastatur nämlich nochmal auseinandernehmen und mir nochmal den Bereich angucken, warum, wieso, weshalb das da nicht funktioniert. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die Folie kaputt ist, sondern dass vielleicht die Drücker oder was verdreckt sind. Ich gucke mir das gleich mal an. Ihr seht da mir bei zu und dann sehen wir uns auf der Kamera halt wieder. Bis gleich. So, jetzt baue ich das hier erstmal auseinander. Könnt ihr wieder zugucken. Zeitraffer halt wieder, ne? Wisst ihr ja, kennt ihr ja. So, jetzt haben wir sie soweit ab. Die Schrauben, dann haben wir mal die Platte ab. Und es war hier hinten der Bereich. Dreck raus. Lag die richtig drin oder was? Entweder lag sie nicht richtig drin, weil hier sind komische Abdrücke drauf. Ich werde mal mit ein bisschen Isopropanol sauber machen, wenn ich jetzt wüsste, wo das ist. Wo habe ich denn jetzt die Flasche hingeräumt? Da. Mein Rest. Ich verlinke nochmal eine Flasche Dings auf Amazon. Vielleicht ist ja jemand so nett und sponsert mir einmal ein bisschen Isopropanol.
Vielleicht ist ja jemand so nett dabei. Dann bauen wir das Ganze wieder zusammen. Das Kabel, ne? Geh nach unten runter. Kann die aber eigentlich nicht versetzt draufsetzen. Nicht möglich. Ja, schrauben wir das erstmal wieder zusammen, könnt ihr mir wieder bei zugucken und dann testen wir das noch mal aus. Das hier wieder zusammen, soweit. Ich habe nur ein Problem hier, die eine Schraube fast nicht mehr richtig. Der Rest geht noch. Die sind alle schön fest, auch hier unten. Ich hoffe, das haut jetzt hin. Ich werde jetzt den Amiga anschließen nochmal und dann testen wir es nochmal aus. Also sehen wir uns gleich nochmal am PC wieder, beziehungsweise am Amiga. So, jetzt sind wir hier auf dem Amiga. Nochmal Keyboard-Test. Kann ich nochmal machen. Ich kann euch sagen, es funktionieren alle Tasten bis auf CTRL, der geht nicht konsistent. Shift funktioniert. Und die Alt-Taste, mal will sie nicht. Warum auch immer. Die Taste funktioniert wunderbar, die auch, funktioniert alles. Funktionieren alle die Tasten, nur eben diese drei Tasten hier, die geht schon, aber die Alt hier, die linke Alt-Taste, die will nicht so ganz. Jetzt müsste ich eigentlich da rauskommen, aber da sie beide nicht gleichzeitig irgendwie funktionieren. Jetzt hat es funktioniert. Gut. Ich habe noch ein Problem mit dem und das kann ich euch noch mal zeigen mit F7 beim CIE Precision oder sowas Timers. Ja, da habe ich noch Fehler. Und zwar CIE B, TOD Expect oder was auch immer Fail und TOD. CIE B, TOD, IRQ, Fehler. Weil ein von den CIEs, von den 8520, ist in defekt. Und ich habe geguckt, im Moment kriege ich sie nicht. Und wenn ich einen finde, ich habe mal einen gefunden, aber 60 Euro für einen gebe ich nicht aus. Tut mir leid. Scheint jetzt für parallel seriell zu sein. In dem Ende Keyboard funktioniert, Maus funktioniert,
Keypad, meine ich, funktioniert. Ich denke mal, es ist parallel seriell Geschichte, die da dran hängt, die dann jetzt nicht funktioniert. Ein 8520 für den Amiga 500 kriege ich für 20 Euro. Dann wäre ich noch bereit für auszugeben. Das ist aber auch schon ganz schön heftig, weil zwei Stück kosten 40 Euro. Das ist schon heftig. Aber diesen PLLC-Chip, den ich hier für den Amiga 1200 brauche, der quadratische 44-Pin, der ist so schwer zu bekommen. Ich weiß nicht, wo ich... ich könnte vielleicht mal den einen... Ich habe vielleicht eine Möglichkeit, an einen ranzukommen, günstig vielleicht. Muss ich mal gucken. Ich könnte natürlich auch einen Adapter bauen, dass ich von dem 40-Pin, von dem Amiga 500, von dem großen quadratischen DIL 40 oder DIP 40, wie er heißt, auf diesen PLL gehe. Aber das ist sehr kompliziert, das hinzukriegen. Andersrum wäre es einfacher, den PLL auf DIL zu adaptieren. Das ist einfacher. Weil das eine ist SMD, das andere ist THT. Und brauche ich nur eine Platine machen, wo ich diesen SMD draufsetze und dann auf die Pins gehe. Nur andersrum ist es viel komplizierter. Ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ich versuche aber nochmal so einen IC zu kriegen. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, habe ich Glück, ihn günstig zu erwerben. Einen brauche ich auf alle Fälle. Ja. Das ist das Einzige, was da noch kaputt ist. Und zu dem anderen, wo ich mal sagte, da habe ich mir was Falsches gekauft, da komme ich dann schon irgendwann mal später drauf zurück. So, Tastatur werde ich nochmal auseinandernehmen. Nochmal reinigen. Nochmal testen. Es ist nicht schön mit den Schrauben in den Plastik immer rein, raus. Das mögen die irgendwann nicht. Aber ich werde mal gucken. Die werde ich wieder zum Laufen kriegen, die Tastatur. Es ist kein Fehler von der Tastatur selber. Es ist einfach nur ein Kontaktproblem von den Tasten. Also nochmal reinigen, nochmal gucken. Vielleicht ist da doch noch was zwischengerutscht beim Zuschrauben. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Gut, aber ich wollte euch die Zeit nicht zu sehr rauben. Ihr habt jetzt das sehen können. Mit dem 1200 wird es nicht so viel geben. Ich komme nur nochmal einmal auf den auf die eine Sache da zu sprechen. Obwohl, das kann ich gleich noch im Anschluss machen, mache ich nochmal schnell ein Video drüber, was ich da habe, was nicht funktioniert, was sehr schade ist, aber auch wirklich sauteuer im Moment gehandelt wird auf eBay. Vielleicht, ich habe aus, glaube ich, aus Polen oder Großbritannien, habe ich vielleicht schon das Teil gesehen, bloß der Versand 12 Euro und Zoll, weiß ich nicht, eventuell auch noch. Aber eventuell werde ich das Geld dafür noch ausgeben, bevor ich da mir was anderes ausdenke, wie ich das hinkriege. Gut, dann sehen wir uns nochmal kurz auf der Kamera wieder. Ich zeige nochmal, was ich meine, was nicht funktioniert, wo ich was Falsches gekauft habe. Und dann ist erstmal die Reihe Amiga 1200 soweit beendet. Vorerst, wenn ich noch den PLLC IC da kriege und das andere, was ich gleich noch zeige, fertig kriege, dann vielleicht noch mal ein, zwei Videos drüber und dann war's das. Und dann komme ich noch zu einem anderen Amiga, den ich habe. Das ist ein bisschen was spezieller. Okay, dann bis gleich auf dem Basteltisch. So, jetzt seht ihr, was ich hier auf dem Tisch habe. Und das ist meine Turbo-Karte für den Amiga 1200. Genau ist es die Phase 5 Digital. Blizzard 1230-2. Vielleicht kann man es ja erkennen. Hier steht Cobra 92, 93, 94. Hat ein 40 MHz Prozessor, hat eine FPU drin. Läuft halt auf 40 MHz. Kann bis zu 64 MB RAM geben. Ich habe jetzt zwei 16 Megabyte Riegel hierfür, also 32 Megabyte. Allerdings habe ich hier einen Fehler gemacht.
Die Original-CPU, die hier drauf war, ich glaube, ich habe das ja schon mal gezeigt, die hatte, der Amiga hatte ja Wasserschaden durch den Keller. Die saß so im Amiga drin, so drauf. Und das höchste Ding da dran war, die CPU, die hat das Ganze abgekriegt. Der Rest ist alles in Ordnung. Die Lötungen sehen gut aus, dann sind ein paar, die ein bisschen grau angelaufen sind. Es ist aber normal, das Ding ist ja fast 30 Jahre alt. Oder 30 Jahre ist das Ding ja alt. Aber den größten Schaden hat die CPU genommen. Die habe ich hier. Das ist die CPU, die da drauf ist. Die wird wahrscheinlich auch noch funktionieren, wenn ich es schaffen würde, dort wieder diese Goldpins dran zu kriegen. Das funktioniert aber nicht. Ich habe es versucht mit Löten, keine Ahnung was. Ich könnte es vielleicht versuchen, hier den Deckel aufzumachen und über die Bonddrähte nach außen zu führen irgendwie und so weiter. Das ist mir aber zu viel Aufwand. Ganz ehrlich, das mache ich nicht. Habe ich mir eine neue CPU gekauft. Die habe ich noch relativ günstig gekriegt. Für 22 Euro. Das ist hier der MC68030RP33B. Ja, der hat nur 33 MHz. Läuft aber auch mit 40 MHz. Ist getestet worden. Der ist direkt aus dem Shop. Aus dem seriösen Shop, am Amiga-Shop. Aber läuft hier drauf nicht. Weil ich vergessen habe, genau zu recherchieren, was genau brauche ich. Ich brauche hier den MC68EC030 oder EC30-40 MHz. Den Enhanced Befehlssatz, den das Ding kann. Das kann der hier nicht. Also diesen EC. Das ist hier jetzt nur ein 68030RP. Und ich brauche den 68EC30-40 MHz. Ja, und die Karte läuft nicht, was schade ist. Ich habe schon geguckt, CPU kriege ich, weiß nicht wo genau, Großbritannien, wie auch immer, keine Ahnung, wo das jetzt genau war, für etwas mehr als 20, 30 Euro. Mit Versand nochmal 10 und noch ein bisschen und eventuell dann noch Zoll obendrauf und keine Ahnung, vielleicht werde ich das machen. Irgendwann mal, im Moment habe ich das Geld nicht mehr. Die Zeit ist jetzt vorbei, wo ich da noch kaufen kann. Das war Weihnachtsgeld und, was ich dafür alles übrig hatte, um diesen Videokonverter für S-Video zu kriegen. Die S-Video-Geschichte, die Bauteile dafür, den RF-Modulator, Diskettenlaufwerk, die Tastaturfolie und, die CPU, die ich fälschlicherweise falsch gekauft habe. Das Geld habe ich alles nicht mehr. So, und weil diese Karten, diese hier, die hätte eigentlich noch ein SCSI-Kit. Würde hier noch so ein kleiner 25 dB SCSI-Adapter hinten rankommen mit so einem IC oben drauf, da ist noch ein Controller mit drauf. Wäre hier eigentlich mit bei, den habe ich aber nicht, den habe ich damals nicht gekriegt, wo ich die gekauft habe. Die habe ich damals gekauft für unter 30, 40 Euro, weiß ich jetzt nicht. Nicht genau. Jedenfalls ein vernünftiger Preis, 40, 50 Euro. So in dem Dreh. Also war günstiger als der Amiga. Den Amiga habe ich, glaube ich, für unter 50 gekauft gehabt damals. Da habe ich noch einen zweiten gekauft gehabt, der als Schlachtplatine diente und. Hätte ich das gewusst, was heutzutage ein Amiga wert ist. Ich hätte mir 20 davon kaufen müssen und wegnehmen können und hätte heute jetzt mindestens 1000% Gewinn machen können damit, wenn ich sie fertig gemacht hätte. Gut, aber die Karte habe ich dafür den Preis gekauft und die wären heutzutage, genau diese Karte, habe ich gesehen bei eBay, ohne FPU, ohne diesen Chip, ich weiß nicht, was der genau macht, ich glaube, der ist für die FPU gedacht. Ohne dem SCSI-Kit, ab 300 Euro aufwärts, teilweise 600 Euro, dieses Ding. Die Dinger sind gesucht wie blöde. Also ich kann mir keine neue kaufen. Ich kann mir zwar neue designte kaufen für 1200, gibt es was, AGA oder ACA oder sowas, weiß ich jetzt nicht.
sind aber auch nicht gerade günstig. 150, 200, 250 Euro. Gut, die bieten da ein bisschen mehr Speicher, aber den kann man dann nicht tauschen. Der ist dann fest. Der Prozessor ist kein Motorola-Prozessor. Das ist dann FPGA, irgendwie sowas, keine Ahnung. Funktioniert aber. Aber eben auch teuer, ne? Das ist das Problem dabei. Ist halt auch teuer. Darum, ja, CPU werde ich dann nochmal irgendwann kriegen, wenn ich das Geld dann über habe. Im Moment habe ich es halt nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei, wie gesagt. Wenn vielleicht einer spenden mag, kann er es gerne tun. Ich fordere hier keinen auf, das zu tun. Aber dann wäre dann erstmal der Amiga 1200 abgehakt bei mir. Es wäre schön, wenn die wieder laufen würde, weil 33 oder 40 Megahertz mit 64 MB RAM oder 62 MB RAM ist schon sehr gut für WHD-Load geeignet mit der Festplatte, um da Spiele drauf zu spielen und und. Ich kann jetzt auch die Festplatte anschließen, kann jetzt auch die Workbench drauf installieren, vielleicht noch Programme und so weiter. Kann damit arbeiten, das ist kein Problem. Ich kann auch mit spielen, aber der Speicher ist sehr begrenzt. Es sind nur 2 MB Chip RAM, wovon schon etwas über 1 MB nur für die Grafik drauf geht bei der Workbench. Das ist ein bisschen problematisch. Es gibt auch nur Speichererweiterungen für den Amiga 1200. Die sind dann eventuell ein bisschen günstiger, macht den aber nicht schneller. Haben die nur ein bisschen mehr Speicher. Gut. Das wäre das, was ich jetzt noch hätte, wo ich hätte eigentlich noch ein Video drüber machen wollen, aber funktioniert ja nicht, leider. Was soll ich sagen? Pech gewesen, dass ich den falschen gekauft habe. Den richtigen davon, der hätte 50 Euro gekostet, wäre aber 50 Megahertz gewesen und der passt hier, der würde hier zwar drauf gehen, aber der wird nicht laufen, weil 50 Megahertz. Ich weiß nicht, ob man die untertakten kann. Das weiß ich nicht. Ich kriege auch noch den MC68EC30 als SMD, so wie ein Amiga drin ist, mit den ganzen Pier und Beinchen ringsrum. Wie soll ich den aber hier drauf kriegen? Ist dafür nicht ausgelegt. Gut, ich könnte mir vielleicht eine Adapterplatine basteln, aber ich kenne das Pinout nicht. Ich kenne das Pinout nicht hiervon. Von dem anderen könnte ich mir vielleicht noch das Pinout raussuchen, aber von dem wüsste ich jetzt das Pinout nicht, wie man das machen könnte. Aber egal. Und ja, auch wenn es jetzt hier so aussieht wie Pin 1, Pin 1, Pin 1, Pin 1, alles Pin 1 hier nach unten, dass der vielleicht verkehrt rum ist. Nein, der ist richtig rum. Ich habe extra noch geguckt. Den hier kriege ich nämlich nur an die Richtung rauf und das ist Pin 1. Und das ist auch Pin 1. Und das ist auch eine Anleitung für eine ähnliche Karte, Pin 1 oben. Da braucht ihr gar nicht drauf kommen. So. Aber wie gesagt, die würde ich gerne wieder laufen, zum Laufen kriegen. Der Prozessor wurde auch warm. Also der Prozessor arbeitet, aber die startet nicht, weil sie diesen Befehlssatz nicht unterstützt. Warum auch immer. Gut, das wäre das. Das wäre Amiga 1200, wäre jetzt in Anführungsstrichen abgehakt. Würde ich nur noch mal drauf zurückkommen, wenn ich dieses IC kriege für den, ja, für den Amiga 1200, das CAE-Ding, den Complex Interface Adapter, diesen Custom Chip von Commodore, wo es keinen modernen Ersatz für gibt. Ich, zumindest habe ich keinen gefunden, kann mir einer mal vielleicht was Besseres sagen, ob es da wirklich noch was geben sollte. Ich versuche dieses IC zu bekommen. Ich habe vielleicht ein, zwei Möglichkeiten. Fiel mir vorhin nämlich noch ein, wo ich fragen könnte. Ansonsten sieht es schlecht aus. Sonst ist der Amiga 1200 erstmal so, wie er ist. Werde ich dann wieder so zusammenbauen mit Festplatte. Und ich kann ihn jetzt zum Spielen nehmen. Es gibt einige Spiele. Ich habe mir jetzt, nicht zu laut sagen, 85 GB Spiele gedownloadet für die verschiedensten Systeme. Da sind einige Spiele bei, die den AGA-Chipsatz brauchen. Da mein Amiga 500 aber den OCS-Chipsatz hat,
läuft das da drauf nicht oder nicht richtig. Und dann könnte ich den Amiga 1200 nehmen, da läuft es dann wieder drauf. Sagen wir es mal so. Ja, das wäre dann die Geschichte. Ich komme noch mal zu einem anderen Amiga, beziehungsweise ist das ein Zusatzteil für den Amiga. Das kennt auch nicht jeder. Da komme ich noch mal drauf zu sprechen. Das ist ein bisschen was Spezielleres. Und dann ist das soweit erledigt. Aber ob ich das noch mache, hier auf diesem Basteltisch-Ecken-Gedöns, weiß ich nicht. Vielleicht schaffe ich es ja noch dieses Jahr. Mit dem ganzen Geraffeln hier, Bastel-Ecke, hast du nicht gesehen, in die andere Stube umzuziehen. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Lust habe ich keine. Ganz ehrlich, sage ich euch, wie es ist. Lust habe ich keine. Aber vielleicht schaffe ich es ja noch. Dann habe ich da mehr Platz. Ich habe da nämlich schon noch mehr hier Küchenarbeitsplatte besorgt. Ich habe mir noch so viel Zeug besorgt, dass ich wirklich Platz kriege, dass ich Platz habe. Weil ich habe noch einen Commodore-Monitor für den Amiga. Aber wenn ich mir den hier hinstelle, kann ich nichts mehr filmen, weil ich wüsste nicht mehr, wohin mit der Kamera. Der würde hier gerade so noch drauf passen. Aber ich habe dann keinen Platz mehr, wo ich noch arbeiten könnte, sagen wir es mal so. Darum brauche ich ein bisschen mehr Platz. Allein schon das eine Oszilloskop, was ich hier habe, das nimmt schon gut ein Drittel vom Tisch hier ein. Gut, darüber steht jetzt noch mein 3D-Drucker. Gar nicht mal so verkehrt, aber Platz. Ich brauche Platz. Kann mir nicht irgendjemand für umsonst eine 500 Quadratmeter große Lagerhalle zur Verfügung stellen, wo ich mir meinen Platz reinbaue und dann da arbeite, geht das nicht. Kann das nicht irgendeiner machen und ich brauche nichts weiter bezahlen, außer, 100 € im Monat, dann ziehe ich da rein. Das ist mir doch egal, aber ich brauche Platz. Gut, Spaß beiseite. Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr noch. Vielleicht zeige ich es aber noch vorher mit den anderen Amiga-Zeugs da, was ich da noch habe. Aber Amiga 1200 wäre jetzt soweit vorbei, bis ich die Teile habe. Da vergeht jetzt noch ein ganzes Ende Zeit, weil Geld ist so. Vielleicht nächstes Jahr, dann geht es damit weiter. Aber soweit läuft er. Erstmal, wie gesagt, dieses Parallel-Serial wird wahrscheinlich nicht hinhauen durch den defekten CIE. Chip, den einen. Der andere, der drinne ist, den brauche ich ja für das Kettenlaufwerk und die Joystick und das Gedönse, Raffelgedöns da. Da läuft er wunderbar mit. Zum Glück ist nur einer kaputt, nicht beide. Naja, gut. Dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.